Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, gerade in dieser Krisenzeit ist es enorm wichtig, den Weitblick über die Herausforderungen unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens im Zusammenhang mit unserer Umwelt nicht zu verlieren. Ich möchte euch deshalb zuallererst dafür danken, dass ihr es trotz der erschwerenden Umstände geschafft habt, unsere Ringvorlesung zu besuchen, und begrüße euch herzlich zur vierten Vorlesung im Sommersemester 2020. Für alle von euch, die zum ersten Mal dabei sind, stelle ich uns kurz als Studieninitiative vor. Wir sind das Team Nachhaltig und entspringen der studentischen Förderinitiative der Naturwissenschaften der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Wir sind ein Team von Studierenden und MitarbeiterInnen aus verschiedenen Fachrichtungen und stellen in unserer Freizeit diese Ringvorlesung und ein dazugehöriges ASQ-Modul für andere Studierende bereit. Dieses Jahr stellte die Situation auch uns vor neuen Herausforderungen, denen wir damit begegnet sind, dass die diesjährige Ringvorlesung ausschließlich digital erscheint. Wir freuen uns und sind stolz darauf, dass wir es so geschafft haben, die 8. Ringvorlesung zum Thema Nachhaltigkeit möglich gemacht zu haben. Diese Vorlesung wird live auf YouTube unter unserem Kanal Nachhaltig gestreamt. Dort könnt ihr außerdem vergangene Inhalte der aktuellen Ringvorlesung und der Ringvorlesung der letzten Jahre finden. Wenn ihr über unsere Termine zu den Vorlesungen informiert werden möchtet, könnt ihr euch gerne bei unserem Newsletter auf unserer Website anmelden. In der letzten Vorlesung hat das ReferentInnen-Duo Nora Horn und Arne Sauer die Brücke zwischen den Herausforderungen des Klimawandels und den geschlechterspezifischen Diskriminierungen geschlagen. Die heutige Vorlesung hält Ute Kutschi mit dem Titel Fossil Free Finance – Wo arbeitet mein Geld? Ute Kutschi begann bereits während ihres Studiums in Tübingen mit ihrem ehrenamtlichen Engagement. Sie trat der Partei Bündnis 90 Die Grünen bei und kurz darauf auch der Frauenrechtsorganisation Terre de Femmes. Mit einem Magisterabschluss studierte sie empirische Kulturwissenschaft, Völkerkunde und Geographie. Sie war 10 Jahre lang Mitglied des Landtages in Nordrhein-Westfalen und 8 Jahre lang Mitglied des Bundestages und dort entwicklungspolitische Sprecherin ihrer Fraktion. Inzwischen ist sie aktiv in der Fairtrade-Initiative ihrer Heimatstadt Lemgo und ist ehrenamtliche Bezirksvorsitzende für Ostwestfalen-Lippe. Seit April 2018 arbeitet Ute Kutschi mit der Nichtregierungsorganisation Urgewalt e.V. im Team Weltbank und internationale Finanzinstitutionen. Der Ansatz von Urgewalt e.V. ist es, Druck auf Banken, Versicherer und Investoren auszuüben, damit sie Finanzierungen in Kohle, Öl und Gas stoppen, denn derzeit wird immer noch viel Geld mit fossilen Energien in der Finanzindustrie verdient. Mit effektiven Kampagnen und viel Hintergrundwissen wie einer Kohledatenbank mit dem Namen Global Coal Exit List sind bereits einige Erfolge aufzuzeigen. Dennoch missachten auch aktuelle Projekte der Banken immer wieder die Menschenrechte von Betroffenen, zerstören die Umwelt und schaden dem Klima. Dem großen Ziel einer Fossil Free Finance muss zusammen mit anderen Nichtregierungsorganisationen deshalb weiterhin der Weg geebnet werden. Aus aktuellen Anlass einer Reise nach Guyana wird Ute Kutschi über die gigantische Öl- und Gasexploration vor der Küste berichten, auf die Assistenz der Weltbank eingehen und die Ziele einer Kampagne vorstellen. Sie selbst beschreibt ihre Tätigkeit als Campaignerin, also arbeitet sie an der Verwirklichung umsetzbarer Ziele mit einer tiefen, genauen Informationssuche als Grundlage. Eine letzte Bitte von mir. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr sie gerne während der Vorlesung stellen. Im Anschluss wird es jedoch auch eine Diskussionsrunde geben. Bitte lasst, bis ihr drangenommen werdet, über die ganze Vorlesung eure Kamera und euer Mikrofon ausgeschaltet, sodass es nicht zu Verbindungsausfällen oder Störgeräuschen kommen kann. Falls ihr technische Probleme habt, dann wendet euch gern über den Chat an Steve. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und gebe das Wort in Vorfreude an Frau Kutschi weiter. Ja, hallo. Ich begrüße euch auch recht herzlich zu dieser Vorlesung und bin ja schon vorgestellt worden und lade euch jetzt ein zu einer Reise durch die Arbeit einer Nichtregierungsorganisation, die sich Urgewalt nennt, und zu einer Reise, die ein bisschen nach Südamerika und durch die ganze Welt geht. Und dafür habe ich auch eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet. Die werde ich jetzt aufklicken und dann hoffentlich klappt das dann mit dem ganzen, muss mal gucken, wie es jetzt funktioniert. Also nochmal danke für die Einladung und für diese Gelegenheit. Und ich bin ja schon kurz vorgestellt worden, da kann ich das ein bisschen kürzer machen. Vielleicht auch nochmal zu meiner Person, weil ich finde, befinde mich ja jetzt gerade in der Arbeit zur Tiefseebohrung vor Guyana nach Öl und Gas. Und wenn ich so mein Leben Revue passieren lasse, dann stelle ich einfach fest, dass ich immer sehr viel mit Öl auch in meiner politischen Laufbahn zu tun gehabt habe.
Und das hat angefangen, als ich damals noch im Nordrhein-Westfalen im Landtag war. Da ging es um Ecuador, da ging es um eine Pipeline, die die damalige Bank WestLB bauen ließ, aus dem Amazonas hin zum Pazifik. Und dieser Bau, dieser Pipeline, den Kampf dagegen, den habe ich zusammen mit Urgewalt damals geführt. Nicht so sehr erfolgreich, aber immerhin ist es uns gelungen, der WestLB einen Reputationsschaden zuzufügen. Und ich wurde damit auch vertraut mit dem Problem von Öl und Förderung in Südamerika, was dann später dazu geführt hat, dass ich, als ich Bundestagsabgeordnete wurde und Ecuador verkündet hatte, sie wollen eigentlich ihr gefundenes Öl unter dem Regenwald nicht fördern und bräuchten dafür Kompensationszahlungen, dass es mir damals gelungen ist, den Deutschen Bundestag davon zu überzeugen, dass es doch möglich sein sollte, dieses Anliegen von Ecuador zu unterstützen. Das war die Initiative Yasuni ITT, die damals auch in Rio oder auch auf anderen Klimakonferenzen für viel Furore gesorgt hat. Leider nicht sehr erfolgreich, aber immerhin ein Zeichen der Hoffnung. Und wie der Dominik schon gesagt hat, jetzt bin ich seit 2 Jahren bei Urgewalt und auch hier geht es wieder um das Thema Erdöl. Und das will ich nun näher erläutern. Ich wollte euch noch erzählen, wie ich mir den Vortrag so vorstelle. Er hat 5 Teile. Ich werde ein bisschen darauf eingehen, auf Urgewalt und unsere Arbeit. Ich will euch die Global Coal Exit List vorstellen, die GISEL, wie ich sie zu nennen pflege. Euch erklären, was steckt eigentlich hinter Fossil Free Finance. Ich will darauf eingehen, was die Weltbank als Entwicklungsbank alles so anstellt. Und dann begeben wir uns auf die Reise nach Guyana und lernen dieses Land und die Probleme und Problematiken dort näher kennen. Ja, das ist die Folie zu Urgewalt und vielleicht, ich sage erstmal was zu Urgewalt, weil man wundert sich sicherlich, was ist das für ein Name? Dieser Name Urgewalt ist eine Komposition von 2 Begriffen, einmal Urwald, weil tatsächlich, wir haben vor allem in den Beginnen sehr viel zum Thema Regenwald gearbeitet und das ist immer noch, das schlägt unser Herz für und das ist natürlich auch Urgewalt, diesmal mit T, wo es eben darum geht, eine alte Kraft zu mobilisieren, um sich einzusetzen für Umweltschutz und Menschenrechte. Wir machen das seit 1992 und wir haben so einen Slogan, der sich durch die ganze Arbeit hindurchzieht, nämlich Follow the Money. Wir machen die Finanzierung von Umweltzerstörung und Menschenrechtsverletzung sichtbar. Und die Arbeit, die diese Gruppe, die ihr da stehen seht, bisher auf den Weg gebracht hat, ist relativ oder man kann schon sagen, ziemlich erfolgreich. Wir haben Staudämme in Indien verhindert, Atomexporte nach China, wir haben den Bau eines AKWs in Bulgarien verhindert, wir haben eine Verbraucherkampagne gemacht, die Tausende von Haushalten zum Ökostrom gebracht hat und so weiter. Ja, und wir haben es auch dazu gebracht, dass eben der norwegische Pensionsfonds und die Allianz fortschrittliche Beschlüsse zum Kohleausstieg angekündigt haben. Die Versicherer AXA, Generali, Crédit Agricole haben ebenfalls angekündigt, große Schritte zu tun. Ihr seht also, unsere Arbeit umfasst Kohle, es umfasst Privatbanken, es umfasst Rüstung. Wir haben dafür verschiedene Abteilungen. Die arbeiten, da ist ein Medienteam, Fundraising, dann auch die Verwaltung und natürlich den Campaignerinnen und dazu gehöre ich. Die Gruppe, die ihr hier in diesem hübschen Raum stehen seht, hat sich inzwischen vergrößert. Wir sind angefangen mit ungefähr 7, 8 Personen, dann waren wir bei 10, dann bei 18 und inzwischen sind wir bei fast 30 Personen. Wir denken nicht an das Ob, sondern wie können wir Geldgeber X davon abhalten, Projekt Y zu finanzieren. Dabei sind wir nicht nur Projektverhinderer, wir zeigen auch auf, was geht. Und deswegen legen wir zum Beispiel so eine Broschüre auf, also Finance for Future
natürlich im Anklang für Fridays for Future liegen, wollen wir zeigen, wenn wir zum Beispiel auf Märkte gehen oder wenn Leute auf uns zugehen, was kann eigentlich mein Geld? Und diese Frage beschäftigt uns natürlich. Auch uns, die wir sehr kritisch auf Geld gucken. Wenn wir wissen, es gibt Geld wirkt, ja. Und wenn man mit dem Geld etwas verbessern will, dann muss man auch selber daran arbeiten. Wir selbst haben in dieser Broschüre darauf hingewiesen, dass es eben doch Banken gibt, wie zum Beispiel die GLS-Bank, die Ethikbank, Triodos-Bank oder auch die kirchlichen Banken, die es möglich machen, dass man eben aus Rüstungsgeschäften, aus fossilen Finanzierungen aussteigen kann. Wir sagen, jeder Einzelne kann Teil eines Wandels sein und dazu gehört eben auch das Geldkonto. Diese Folie verweist darauf, dass man auch immer Probleme hat, wenn man als Bank oder als Investor mit seinem Geld umgeht. Ja, man kann nämlich auch Vermögen verlieren. Man kann auch Verluste einfahren, wenn man falsch kalkuliert. Man hat die ökonomischen Risiken, man hat regulatorische Risiken. Also da geht es halt um Gesetzesänderungen, die eben einen schlechten Einfluss auf das operative Geschäft haben. Es gibt auch Zinsänderungen, aber es gibt auch das Reputationsrisiko. Und das ist das, wo wir als Nichtregierungsorganisation oder wo viele Nichtregierungsorganisationen ansetzen. Eine Bank hat auch oder ein Investor muss auch darauf achten, wie es in der Öffentlichkeit dasteht. Und man kann tatsächlich dazu beitragen, eine Marke in Misskredit zu bringen und das kann dann auch richtig teuer werden. Dann komme ich zum zweiten Teil. Da will ich nun eingehen auf dieses Datentool Giselle oder Global Call Exit List. Ja. Dieses Datentool wurde von Heffa Schücking, das seht ihr links im Bild, unserer Gründerin und Visionärin auf den Weg gebracht. Sie hat nämlich, als sie mit dem norwegischen Pensionsfonds zu tun hatte, entdeckt, dass in der Finanzindustrie, dass es dort kein Wissen darüber gibt, was man finanziert. Und deswegen hat sie sich überlegt und kam dann zurück zu Urgewalt und hat gesagt, wir müssen dafür sorgen, dass wenn wir aus der Kohle aussteigen, dass wir alle Kohleunternehmen mal auflisten und zu gucken, was die alle mit Kohle zu tun haben und dass wir das organisieren, dass man raus aus der Kohle kommt. Und deswegen ist dieses Anwendungstool herausgekommen. Es ist ein Datentool, das im Grunde genommen zeigt, welches Unternehmen wie viel mit Kohle zu tun hat. Und dieses Datentool, das kann man heute sagen, und der Einfluss darauf ist inzwischen systemrelevant. Ja, was ist denn jetzt genau dieses Datentool? Das Datentool enthält also quasi es sind inzwischen so 2300 Unternehmen, die wir geprüft haben. Und die Liste seit 2 Jahren listen wir die auf. Das sind alles die Unternehmen, die mehr als 30% der Energie oder der Einnahmen aus Kohle erzeugen. Das sind die Kriterien, ein Kriterium und dann eine jährliche Kohleproduktion von 20 Millionen Tonnen haben. Oder eine installierte kohlebefeuerte Kapazität von 10.000 Megawatt oder mehr. Und das ist noch das dritte Kriterium, die eben noch Pläne haben zur Erweiterung des Kohlebergbaus. Wenn diese Unternehmen auftauchen, dann werden sie von uns bezeichnet. Und dann sagen wir, Unternehmen, die aussteigen wollen Investoren, die aussteigen wollen aus der Kohle, die dürfen diese Unternehmen nicht unterstützen. Wie wir darauf kommen, diese Forschung, die wir angestellt haben, das haben wir teilweise auch mit vielen Praktikantinnen gemacht und so und über viele, viele Tage und manchmal auch Nächte zugegebenermaßen. Das sind Daten, die von den Unternehmen selbst zur Verfügung gestellt werden.
also von Berichtsdokumentationen, Investorenpräsentationen, auch deren Websites. Und diese Datenbank, muss man auch dazu sagen, ist im Grunde genommen das weltweite Datentool, das existiert, das im Grunde genommen jetzt von fast allen, die sich dafür interessieren, als die Grundlage genommen wird, um aus der Kohle auszusteigen. So, es geht sogar so weit, dass der Privatarm der Weltbank, also die IFC, erklärt hat, dass sie jetzt aufgrund dieser Liste quasi die Kriterien festgelegt hat, mit denen man aus der Kohle aussteigt. Das ist ein Riesenerfolg und der Erfolg hat dazu geführt, dass wir Anfragen haben, dass dann diese Kriterien inzwischen doch vielleicht nicht mehr die richtigen sind, weil die hatten wir ja damals zur Paris, zu der COP 2017 auch nochmal aufgelegt, dass die jetzt vielleicht schon überholt sind und deswegen wird sie gerade überarbeitet und aktualisiert. Wozu führt eine solche Kohle? Liste, eine solche Giselle. Wir haben bei den Sparkassen unter anderem Kampagne gemacht, ein Jahr lang, seitdem wir gemerkt haben, dass auch die Sparkassen, also der Sparkassenfonds DK Investment, immer noch in Kohle investiert. Jetzt, überraschenderweise, im Mai haben wir mitbekommen, dass die DK Investment jetzt sagt, dass sie ihre Kohleinvestitionen in sämtlichen Publikumsfonds einschränken wollen. Und deswegen sollen ab 1. Mai alle Unternehmen aus den DK-Fonds ausgeschlossen werden, die mehr als 30% ihres Umsatzes im Kohlebergbausektor machen. Das ist also unsere Schwelle, unser Kriterium. Für Energieerzeuger gilt ein anderer Schwellenwert, da müssen wir noch weitermachen, aber es heißt, oder man sieht daran, der Sparkassenfonds in DK Investment hat reagiert. Und das heißt dann auch, dass zum Beispiel die größten Kohlekonzerne weltweit, mit denen wir uns schon eine ganze Weile rumschlagen, also zum Beispiel Glencore aus der Schweiz, dass sie nicht mehr für die DK-Fonds in Frage kommen. So. Kommen wir zum dritten Teil. Jetzt geht es um dieses Fossil Free Finance. Der Ausgangspunkt war Paris. Und es war ja der 12. Dezember 2015, als sich die Länder der Welt, vielleicht erinnern sich noch einige, darauf einigten, was man jetzt tun kann und tun sollte. Und man einigte sich dann darauf, dass man sagte, auf jeden Fall keine Überschreitung des 2-Grad-Ziels. Idealerweise 1,5. Das war 2015 und knappes Jahr später trat es dann in Kraft. Wenn wir jetzt gucken, was das bedeutet, dann stellt man eben fest, und ich habe euch jetzt diese CO2-Uhr des MSCCs aufgezeigt vom 28.05. hat man dann zwei Möglichkeiten. Also man hat ein 2-Grad-Szenario, das hat mich jetzt aber nicht so interessiert, sondern das 1,5-Grad-Szenario. Die Uhr tickt ja weiter. Ich habe die jetzt mal vor ein paar Tagen aufgenommen. Jetzt sind es nämlich jetzt nur noch 7 Jahre, 6 Monate und 29 Tage. Diese Uhr tickt ja quasi im Einklang mit dem Sonderbericht des Weltklimarats zur globalen Erwärmung. Das heißt, wir haben noch 7 Jahre, 6 Monate und heute 6 und 29 Tage Zeit, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Wenn man das 2-Grad-Ziel erreichen will, dann bleiben uns noch 25 Jahre, 5 Monate und 6 Tage mit dem heutigen Tag. Ich finde diese Uhr schockierend. Und weil wir von Urgewalt auch viel darüber diskutieren, wo wir stehen international mit der Klimaerwärmung, haben wir uns entschlossen, dass die Zeit für Bedenken einfach nicht mehr ausreicht. Wir müssen jetzt handeln. Denn es ist auch so, die Finanzindustrie hat seit der Unterzeichnung des Pariser Klimaabkommens immer noch über 478 Milliarden US-Dollar in 120 der weltweit führenden Entwickler von Kohlekraftwerken investiert. Das heißt, das, was in Paris passiert ist, hat auf die Finanzindustrie keinen Einfluss gehabt. Dieser Meinung sind nicht nur wir, sondern auch viele andere
Es könnten mehr sein, aber es sind immerhin noch andere NGOs, mit denen wir in Kontakt stehen. Und deswegen haben wir dann letztes Jahr dazu eingeladen, dass wir nach Sassenberg eingeladen zu uns und haben gesagt, wir müssen uns verständigen, wie wir die Dinge bewegen können. Wir haben quasi so ein Sassenberg-Summit gemacht und den Arbeitstitel war dann eben Fossil Free Finance. Um es nochmal klar zu sagen. Die Welt stößt immer noch jedes Jahr ca. 42 Gigatonnen CO2 aus. Und wir wissen, dass unsere Wirtschaft weiter auf Kohle, Öl und Gas setzt. Wir von Urgewalt haben unter dieser Überschrift Fossil Free Finance eine Kampagne gestartet, wo wir konkret auf die Banks Against Future eingehen. Wir brandmarken, wie uns sagen, Banken, die immer noch auf Kohlekraftwerke setzen, sind Banken, die gegen die Zukunft arbeiten. Und deswegen haben wir auch diese Kampagne gemacht, damit wir eben nochmal klar sagen können, die Industrieländer müssen bis spätestens 2030 aus der Kohle ausgestiegen sein, sonst schaffen wir das 2-Grad-Ziel, das 1,5-Grad-Ziel ganz zu schweigen. Und deswegen haben wir auch zusammen mit den anderen gesagt, wir müssen gucken, dass wir diesen Begriff Fossil Free Finance, dass wir das in verschiedenen Kampagnen aufgreifen und dass wir verschiedene Berichte veröffentlichen, die eben zeigen, wo wir stehen. Und hier habe ich das ist jetzt im März herausgekommen, das wollte ich euch einfach zeigen, mit welchen Organisationen wir zusammenarbeiten. Da ist das Rainforest Action Network, die Banktrack, das ist eine Institution, die schon sehr lange an dem Thema Banken und ihre Verantwortung arbeitet. Das Indigenous Environmental Network, Reclaim Finance aus Großbritannien, der Sierra Club und Oil Change International. Und die haben jetzt auch diese schöne Studie herausgebracht, die schön gruselige Studie, wo ich einfach nur darauf hinweisen möchte, Funding Climate Chaos. Und die eben auch herausgefunden haben, dass die 35 global agierenden Banken immer noch 2,4 Billionen Euro in die fossile Brennstoffindustrie gesteckt haben seit Paris und sie damit an den Pranger stellen. Wir von Urgewalt haben uns darauf konzentriert oder beziehungsweise haben auch in unseren Kampagnen eben den Begriff Carbon Bombs auch gewählt, weil wir der Meinung sind, das, was die Banken finanzieren, zerstört unsere Welt und es sind quasi Bomben, die weiterlaufen, die dazu beitragen, dass die Welt, so wie wir kennen, nicht mehr existieren wird. Und so machen wir das eben auch anschaulich. Und hier kann man eben sehen, wie zum Beispiel die Deutsche Bank ganz vorne mit dabei mischt, mit großen, dicken, fetten 6,13 Milliarden Euro, die sie in den letzten 4 Jahren ausgegeben hat. Aber auch die Landesbanken, die Commerzbank und die anderen internationalen Banken. Und ihr seht dann den Carbon Bonds ganz hinten, ganz rechts. Also da taucht eben die GLS Bank als eine der grünen Banken, die dafür sorgen, dass unser Planet überleben kann. Eine andere Broschüre, ein anderer Bericht, der auch jetzt kürzlich rausgekommen ist und den wir von Urgewalt auch mit unterstützt haben, geht darauf ein, dass eben Deutschland seit dem Pariser Klimaabkommen über 1,7 Milliarden Euro jährlich bereitgestellt hat. Es sind also, wir konzentrieren uns in dem Fall auf die G20-Länder, die für mindestens 71 Milliarden Euro pro Jahr öffentliche Finanzmittel für Öl-, Kohl- und Gasprojekte bereitgestellt haben. Worauf ich auch noch hinweisen will, was wichtig ist, dass eben die staatliche Unterstützung für fossile Brennstoffe durch Exportkreditagenturen, durch Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen und multilaterale Entwicklungsbanken, also die Weltbank, komme ich gleich dazu, mehr als dreimal so hoch ist wie die Unterstützung für saubere Energie. Das heißt, das Geld, was öffentlich ausgegeben wird, geht immer noch in die falsche Richtung. Und damit sind wir auch schon beim Teil 4 der Weltbank. Die Weltbank ist eine multilaterale Entwicklungsbank.
Ich gehöre zum Team Weltbank. Und unsere Aufgabe ist es, immer darauf hinzuweisen, was die Weltbank so alles macht. Denn selbst wenn in Deutschland das Interesse an der Weltbank nicht mehr so groß ist, so tut die Weltbank doch eine ganze Menge international Gutes, aber auch viel Schlechtes. Aber erstmal ein bisschen zu der Geschichte. Wo kommt die Weltbank eigentlich her? Die Weltbank wurde 1944 in Bretton Woods gegründet. Bretton Woods, das war im Grunde genommen ein Hotel, in dem in dem alle Staaten zusammengekommen sind, also die Regierungschefs, und dort wurden eben die Grundsätze der Finanzpolitik aus der Taufe gehoben. Dazu gehörte die Gründung der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds. Es sind quasi die Bretton Woods-Institutionen. Wir sind dann vor kurzem dieses Jahr 75 Jahre alt geworden. Und damals hat man sich dort darauf geeinigt, dass man das multilaterale Handeln als Maßstab verankern will. Davon muss man sagen, ist leider wenig übrig geblieben. Inzwischen sind eher die Ego-Trips und der nationale Eigensinn im Vormarsch. Und das macht uns auch einiges an Sorgen. Wenn man jetzt auf die Aufgaben hinweist, dann ist es eben so gewesen, dass die Weltbank damals den Wiederaufbau organisieren sollte und der IWF eben dazu beitragen sollte, dass die Währungsbilanz funktioniert. Beide sind quasi die Teile, die in Washington zu Hause und arbeiten daran, dass es da gut vorangeht und haben deswegen weiterhin eine große Rolle. Die Weltbank hat so ein Motto, ein wunderschönes Motto: Our dream is a world free of poverty. Und dazu sage ich gleich nochmal was. Die Weltbank selbst besteht aus über 189 Mitgliedstaaten, stellt jährlich über 100 Milliarden US-Dollar. Das ist auch eine aktuelle Zahl, also die haben sie erst letztes Jahr festgelegt, für verschiedenste Projekte zur Verfügung. Was wichtig zu wissen ist, Deutschland ist auch mit eins dieser Mitgliedstaaten und hat deswegen auch eine Rolle dort zu spielen. Wir geben von Deutschland aus ja auch jährlich Gelder an die Weltbank. Wenn ich jetzt gesagt habe, wir arbeiten im Team Weltbank, dann heißt es auch, dass wir immer zu Weltbank-Tagungen gehen nach Washington. Also zweimal im Jahr treffen die sich. Dieses Jahr ist ausgefallen im April und wird wahrscheinlich auch im Oktober ausfallen. Aber normalerweise ist es so, dass es da zweimal im Jahr ein Treffen gibt. Da kommen alle Finanzminister der Welt, die wichtigen kommen alle dahin und diskutieren darüber, wie es weitergeht mit der Weltbank und mit dem IWF. Und da organisiert man sich. Zivilgesellschaft hat nach langen Kämpfen es erreicht, dass man dort sich auch präsentieren kann. Allerdings muss man dazu sagen, dass die Wirkungskraft der Zivilgesellschaft nicht mehr so engagiert und auf einem hohen Niveau ist, wie man sich das eigentlich wünschen täte. Und weil wir ja gerade über diese Weltbank geredet haben, will ich euch auch dieses Organigramm nicht vorenthalten. Das sagt ein bisschen was aus über die Arbeit und später auch zu dem Land Guyana kann man das dann auch besser verstehen. Also wir fangen mal mit dem Präsidenten an. Der Präsident wird immer von den USA vorgeschlagen und der jetzige Präsident David Malpass ist letztes Jahr von Donald Trump auf diesen Posten gesetzt worden. David Malpass ist ein Ölfan. Das macht uns auch große Sorgen und bedeutet auch, dass wir wissen, dass die Teile der Weltbank eigentlich so weitermacht wie bisher, nämlich auf fossile Energien setzen will, selbst wenn es andere Teile gibt, die anders funktionieren. Die Weltbank hat, muss man sagen, verschiedene Teile. Man nennt das auch die Weltbankgruppe. Und mit der EBRD, der IDA und so weiter, den anderen Punkten, die ihr da unten seht, das sind quasi die fünf Arme. Die beiden Teile EBRD und die IDA, das sind die internationalen, also klassischen Entwicklungsbanken, die quasi in den Ländern selber
Projekte aufsetzen, auch zu Gesundheit, zur Landwirtschaft, auch zu erneuerbaren Energien. Und dann gibt es noch die private Seite der Weltbank, die IFC, International Finance Corporation, die, wie ich vorhin schon erwähnt habe, jetzt die Global Coal Exit List der von Urgewalt als Grundlage nimmt, aus der Kohle auszusteigen. Ja, eigentlich war der Plan der IFC, dass sie auch aus Öl und Gas aussteigen wollen. Das haben aber die Länder verhindert. Und damit schauen wir uns nach oben, gehen wir nach oben. Wir sehen da diesen Gouverneursausschuss. Da steht dann dran, dass das aus den Mitgliedstaaten besteht. Diese Mitgliedstaaten sind quasi die Verantwortlichen, die die Weltbank auch mit lenken. Die USA hat wie so häufig eben den meisten Einfluss. Aber auch die anderen Länder haben da ein bisschen was zu sagen. Wenn wir in Deutschland, und das ist jetzt wichtig zu wissen, wenn wir in Deutschland versuchen, Einfluss zu nehmen von Seiten Urgewalt auf die Bank, so gehen wir immer über die Exekutivdirektoren. Deutschland, also die deutsche Regierung, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, entsendet einen Exekutivdirektor in den Verwaltungsrat. Und über den problematisieren wir Dinge, die wir für falsch halten. Das spielt gleich nochmal eine Rolle, kann ich gleich nochmal was dazu sagen, aber hier habt ihr jetzt erstmal den Aufbau. So, vorhin haben wir ja gesagt, dass es möglich ist, Fragen zu stellen. Falls Fragen auftauchen, könnt ihr gerne mal unterbrechen. Ansonsten gehe ich mal weiter zu dem Thema Proteste gegen die Weltbank. Die Weltbank hat als Entwicklungsbank natürlich auch eine positive Seite, kann man sagen. Also sie verhandelt mit den Regierungen darüber, was man in den Ländern verändern kann. Wir als Nichtregierungsorganisation stehen an der Seite der Betroffenen und überweisen der Weltbank immer nach, was sie alles auch falsch macht. Und als wir von Urgewalt, vor 2 Jahren nochmal uns überlegt haben, wie gehen wir auf die Weltbank zu, so hatten wir Kontakte auch zu einer Expertin, die sich sehr intensiv mit den Datenbanken der Weltbank auseinandersetzt. Und die hat uns gesagt, Heike Meinhardt, passt mal auf, die Weltbank tut zwar immer so, und sie hat auch in Paris groß angekündigt, ja, sie wird dafür sorgen, dass das 1,5-Grad-Ziel erreicht wird. Ich kann aber nachweisen, dass sie das nicht tut. Dann haben wir gesagt, Heike, wir bezahlen dich dafür, du bekommst einen Auftrag, bitte weise doch nach, was da alles passiert. Herausgekommen ist dann, und das war jetzt letztes Jahr, dass die Weltbank trotz der Versprechen, und das hat sie international abgegeben, da haben in Paris hat man der Weltbank zugeklatscht und hat gesagt, klasse, was die Weltbank macht. Wir von Urgewalt haben nachgewiesen, dass über 12 Milliarden US-Dollar immer noch für 88 fossile Energieprojekte in 38 Ländern ausgegeben wurden, und zwar als Projektfinanzierung. Das heißt, die Weltbank, obwohl sie in den letzten, also das sind die letzten 5 Geschäftsjahre, die wir meinen, obwohl sie quasi das eine angekündigt hat, hat sie das andere gemacht. Sie hat 18 Projekte für die Erschließung von Öl und Gas in 12 Ländern finanziert. Sie hat 35 Projekte finanziert, die Öl und Gas einschließen, und noch Projekte für Kohle und auch noch Flüssigerdgasprojekte. Also sie hat Teile des Management der Weltbank, also das muss man sozusagen die Verwaltung, tut unterhalb der Aufmerksamkeit des offiziellen Tuns, macht sie alles so weiter wie bisher. Wir haben unsere Broschüre und unsere Recherche der Weltbank zur Verfügung gestellt und gesagt, bitte reagiert darauf, sagt was dazu. Wir haben diese Broschüre, als wir keine Reaktion bekommen haben, dem Exekutivdirektor, dem deutschen Exekutivdirektor gegeben. Der Exekutivdirektor hat sich an das Management der Weltbank gewandt und hat gesagt, bitte erklärt mir doch, wie Urgewalt zu diesen Zahlen kommt. Dann kam die Weltbank diese Teile der Management an und sagt, ja, das ist nicht ganz so und das ist ein bisschen anders. Und daraufhin mussten wir leider hören, dass die Daten nicht auf den Tisch gelegt haben und dass auch
die Exekutivdirektoren nicht erfahren haben, was die Leitbank wirklich, wirklich on the ground macht. Und das ist ziemlich empörend. So, ja, und nun kommen wir quasi zum letzten Teil, wo ich jetzt erzähle über das konkrete Beispiel Guyana und was es mit der Weltbank zu tun hat und was es mit Öl und Gas und Exxon zu tun hat und alle und unsere Arbeit und wie wir versuchen, hier die Dinge ins öffentliche Bewusstsein zu bringen. Ja, hier steht Guyana von der Kohlenstoffsenke zur Kohlenstoffbombe. Guyana ist ein kleines Land. Ihr seht, es ist umringt von Venezuela, Brasilien und Suriname. Ist so groß wie die alte, etwa so groß wie die alte Bundesrepublik, hat eine Bevölkerung von 780.000 Einwohnerinnen. Ist also 3-4 Zehntausende größer als Frankfurt. Bislang ist Guyana eine Kohlenstoffsenke. Das heißt, durch den Regenwald und 80% des Landes ist vom Amazonas-Regenwald bedeckt, der sich tatsächlich über die Länder dort, also Venezuela, Brasilien und Suriname noch ausbreitet, ist eine Kohlenstoffsenke, die jährlich 58 Millionen Tonnen CO2 der Atmosphäre mehr entzieht, als dass sie emittiert. Das heißt eigentlich, Guyana ist so ein Fall, wo man sagt, oh, hoffentlich bleibt er weiter aktiv, weil wir brauchen auch Länder, die dazu beitragen, dass eben nicht das CO2 in die Welt gepustet wird. Wenn man vom Regenwald spricht, vom Amazonas, dann weiß man, dass der Wald natürlich reich an biologischer Vielfalt und natürlichen Ressourcen ist. Guyana verfügt über Sonne, Wind und Wasser und könnte für alle Menschen dort billige Energie erneuerbar erzeugen. Der Regenwald selbst ist ein Eldorado für Vogelliebhaber und Abenteurer. Deswegen startet da auch so ein bisschen der Ökotourismus. Und nicht umsonst hat dann Guyana eben letztes Jahr auf der internationalen Tourismusbörse in Berlin auch so einen ersten Preis gekriegt als Ökotourismusland Nummer 1 der Welt. Doch Guyana ist in Deutschland unbekannt. Kennt kaum jemand. Es ist das einzig englischsprachige Land in Südamerika. Ehemals britische Kolonie. Kennen wir nicht, haben wir nicht viel zu tun damit. Aber wir lenken jetzt ja die Aufmerksamkeit darauf, auch weil vor der Küste dieses Landes von dem US-amerikanischen Konzern ExxonMobil nach mehreren Jahren tatsächlich Öl gefunden wurde. Und seit 2015, das ist dauert immer eine ganze Weile, bis man in der Tiefsee tatsächlich auf Öl stößt, so der Einstieg in die Ölförderung begann. Als wir letztes Jahr dann über diese Broschüre zur Weltbank gearbeitet haben und unsere Kollegin Heike Meinhardt quasi die Recherche leistete, da stieß sie dann auch auf den Hinweis, dass es ein Projekt gibt, wo die Weltbank quasi der Regierung zur Seite springen will, bei der Beratung für die Ölförderung. Und dann hat sie sich dahinter geklemmt und dann haben wir festgestellt, ja, letztes Jahr im März halt gab es ein Projekt, wo die Weltbank quasi die Exekutivdirektoren gebeten haben, dieses Projekt zu unterstützen. Wir haben daraufhin so eine Action Alert gemacht, haben darauf hingewiesen, dass wir das sehr problematisch finden, wegen den politischen Problemen, wegen den ökologischen Problemen und schon gar wegen Exxon. Und dass wir Deutschland dazu gebracht haben, dass sie sich der Stimme enthalten haben, was übrigens ganz, ganz selten vorkommt. Was ist nämlich passiert? Vor der Küste Guyanas sind 13,6 Milliarden Barrel Öl und 960 Milliarden Kubikmeter Erdgas gefunden worden. Es ist ein Riesenbereich, in dem sich jetzt inzwischen viele Ölunternehmen tummeln. In Tiefen bis zu 7000 Meter liegt damit eine regelrechte CO2-Bombe.
Und wenn das alles, was da drin ist, verbrannt wird, dann haben wir eben 2,5 Milliarden Tonnen CO2 alleine vor der Küste. Ja, das war der Hintergrund. Und dann haben wir uns darüber informiert, auch wer ist denn eigentlich in Guyana selber aktiv. Ja, und das ist eine Initiative, eine kleine in Guyana, A Fair Deal for Guyana, A Fair Deal for the Planet, die sich daran gemacht hat, mal aufzuklären, was passiert da einfach. Diese stellte die Rechtmäßigkeit, Gerechtigkeit und die Umweltauswirkungen der von der Regierung. Oh, das ist jetzt mein Telefon im Hintergrund, das bitte ich zu ignorieren. Der von der Regierung an private Unternehmen erteilten Lizenzen zur Erdölförderung in Frage. Melinda Yankees ist die Gründerin. Mit der haben wir Kontakt aufgenommen, haben sie auch eingeladen, letztes Jahr nach Washington zu kommen, und er hat darüber berichtet. Und wir haben mehrere Pressemitteilungen in die Öffentlichkeit gejagt, die eben darauf hingewiesen haben, dass die Versprechen des Reichtums für Guyana in die Irren führen, denn die Verträge sind von Seiten der Regierung so schlecht verhandelt worden, dass Guyana kaum etwas davon hat. Der Ölindustrie-Experte stellte nämlich fest, dass er für die Verträge nur die Note 6, also ungenügend, vergeben kann. Sprich, die Regierung hat sich über den Tisch ziehen lassen. Ich habe dieses Bild und diesen Sharepic auch deswegen ausgewählt, weil wir hier eines der Tierarten sehen, die vor der Küste Guyanas leben. Es sind die Schildkröten, die Meeresschildkröten. Das Land Guyana ist Heimat von 4 Meeresschildkrötenarten. Und diese Meeresschildkrötenarten, die legen ihre Eier am Shell Beach ab. Das ist eine abgelegene Strandregion und haben dort die Möglichkeit, quasi zu überleben. Es ist ausgesprochen selten, dass es einen Platz gibt, an dem 4 und vielleicht sogar 5, 6 verschiedene Meeresschildkröten anlanden, um sich quasi zu reproduzieren. Und auch deswegen muss man fragen, werden diese Tiere geschützt? Und deswegen hat auch die Organisation dieses Bild gewählt, um darauf hinzuweisen, dass es nötig wird, im Meer zu gucken, was da passiert mit den Tieren und auch mit der Fauna. Wir haben mitbekommen, dass die Weltbank Guyana berät, und zwar zum Schaden des Klimas. Bevor Erdöl gefunden wurde, da hat die Weltbank nur begrenzt Guyana unterstützt. In einem Jahrzehnt waren das ca. 70 Millionen Dollar. Als es dann aber darauf ankam, dass quasi die Regierung ankündigte, dass sie ein Öl- und Gasentwicklungsprogramm haben möchten, da hat sich dann die Weltbank da engagiert, die Anfrage entgegengenommen und hat dann insgesamt 35 Millionen US-Dollar zur Verfügung gestellt. Ich hatte schon gesagt, dass Deutschland sich der Stimme enthalten hat. Aber auch deswegen nochmal darauf hingewiesen hat, dass es eben bei der Beratung für diese Weltbank immer auch Probleme gibt, wenn nämlich Leute engagiert werden, die auch der Ölindustrie nahestehen. So hat nämlich die Weltbank eine Anwaltskanzlei Geld gegeben, um die neuen Erdölgesetze in Guyana zu schreiben. Das Bekannte dabei ist, die Kanzlei zählt auch ExxonMobil zu ihren regelmäßigen Kunden. Und das ist ganz klar ein Interessenkonflikt. Wir haben diesen Interessenkonflikt aufgezeigt, und heute habe ich erfahren, dass diese Anwaltskanzlei den Vertrag nicht antreten wird. Und das ist schon mal ein echter Erfolg, den wir erreicht haben, der darauf zurückzuführen ist, dass wir eine Expertin haben, die da sehr akribisch daran arbeitet, die Informationen herauszuarbeiten.
Ja, und hier blicken wir jetzt auf das, was vor der Küste von Guyana und auch Suriname passiert. Ich habe jetzt beide Länder hier mit reingenommen, nur um zu zeigen, dass wir nicht nur zu Guyana arbeiten müssen, sondern auch zu Suriname. Das sind hier die abgesteckten Claims in der Tiefsee, so ungefähr 120, 200 Kilometer von der Küste entfernt. Ein echtes Eldorado der Ölindustrie. Unser Augenmerk sollten wir auf diesen Block 1 richten, da wo steht Nexen, ExxonMobil und Hess. Weil das ist der Block, in dem gerade Öl gefördert wird. Alle anderen sind noch in der Exploration, also in der Entdeckung. Da müssen erst die Ölplattformen richtig Öl finden. Das ist gar nicht so einfach. Das kostet auch eine Menge. ExxonMobil hatte leider das Glück, auf eine richtige Ölquelle zu stoßen. Und konnte jetzt schon im Dezember 2019 quasi First Oil, das ist mal ganz wichtig, fördern. Kommen wir zum nächsten. Das ist ein bisschen ein besserer Überblick über das, was quasi in Guyana passiert. Wir haben hier 15 Ölunternehmen aus 9 Ländern. Exxon hatte ich schon erwähnt. Zusammen mit Hess Corporation, das sind die beiden US-amerikanischen Firmen. Dann haben wir CNOOC, also das ist Nexen aus China. Also Exxon, Hess und CNOOC sind die drei, die gerade Öl fördern. Total aus Frankreich, die Kanadier, Guyana, Tullow Oil aus Großbritannien, Repsol aus Spanien, Azo Oil Exploration aus Israel und Katar. Das sind die anderen, die alle noch auf Öl hoffen, wo wir aber wissen, dass zum Beispiel Total Frankreich in Suriname auf sehr, sehr viel Öl gestoßen ist. Für uns, die wir ja aus Europa heraus arbeiten, interessiert natürlich auch, was macht Total, was macht Großbritannien und was macht Spanien. Und können wir diese Länder als diejenigen, die das mit unterstützen, anfangen? Nun kommen wir dazu, dass wir Videos von Urgewalt vorbereitet haben, weil wir hatten, als wir das alles herausgefunden haben, war mir klar, wir müssen eigentlich nach Guyana fahren. Ich habe keinen Bezug zu diesem Land bisher gehabt. Ich kannte das nicht. Uns fehlten Bilder. Wir müssen gucken, wie das in dem Land selber funktioniert. Und deswegen habe ich zusammen mit meinem Kollegen Dennis Schimmelpfennig und zusammen mit einem Filmer und Fotografen Tom Biros das Land bereist. Und herausgekommen sind 4 kurze Videos, von denen wir jetzt 2 zeigen. Und da würde ich jetzt Dominik bitten, dass er diese beiden Videos, die jeweils nur eine Minute dauern, einspielt. Ich hoffe, das funktioniert. It is a scientific fact that we are in a climate emergency now and that there is no scope to burn fossil fuels. Last year October, we never see that. I was there, and that was around 10 feet more.
in a very big way now to global warming and climate change, and ultimately the destruction of the planet. The planet is on fire. Ja, danke schön. Ja, dann hier sehen wir das Bild Georgetown, Hauptstadt am Demara-Fluss. Wie man unschwer erkennen kann, ist es vielleicht, das Gewässer sieht nicht besonders schön aus. Das hat damit zu tun, dass über die Flüsse Schlamm hereingebracht wird an die Küste. Deswegen gibt es da keinen weißen Strand, also wo vielleicht die Tourismusindustrie schöne Strände in der Karibik, zur Verfügung hat, sondern es ist eine Schlammfracht. Aber diese Schlammfracht bedeutet eben auch, dass da viele Nährstoffe drin sind und dass es deswegen eine ungeheure Artenvielfalt und eine Kinderstube gibt für kleinere Fische, für Meeresorganismen, von denen die ganzen Vögel entlang der Küste leben. Was wir hier sehen, ist quasi nochmal Georgetown, die Hauptstadt. Ihr seht die großen Gebäude hinten am Wasser, das ist einmal das Hotel Merkur und ganz rechter in der Mitte ist die Konstruktion, das ist das neue Business Center, das jetzt aufgebaut wird, damit eben die Ölindustrie einen Treffpunkt und auch ein angemessenes Hotel hat. Ja, wir sahen in den Videos auch kurz, wie das Meer über die Mauer schwappte. Das ist die Seemauer. Das ist der Schutz gegen das Meer, wobei man wissen muss, dass eben Guyana, also die Küstenlinie dahinter, 2 Meter unter dem Meeresspiegel liegt bei Flut. Das heißt, wenn es zu einem Meeresspiegelanstieg kommt, dann ist diese klitzekleine Seemauer das, was die Stadt und die Leute dahinter schützen soll. Das tut es natürlich nicht mehr. Schon jetzt, und da hat der Fischer darauf hingewiesen, das habt ihr vielleicht gar nicht so schnell mitbekommen, der hat darauf hingewiesen, dass es in den letzten Jahren eben so große Stürme gab, dass eigentlich die ganze Seemauer nichts mehr genutzt hat und die Häuser unter Wasser kamen, dass es Teile der Küste gibt, die inzwischen auch überschwemmt wurden, herausgerissen wurden und somit nicht mehr für die Landwirtschaft zur Verfügung stehen. Was man auch sieht auf dem Bild, leider ist es viele Plastik. Also das ist ein anderes Problem, den wir uns nicht stellen wollen. Aber das ist auch tatsächlich ein Thema, was man da sieht, dass eben dieser ganze Plastikmüll die Gegend verschandelt und ins Meer hinausgespült wird. Rechts da, also hier möchte ich auch nochmal Melinda vorstellen. Melinda Yankee, Fair Deal for Guyana, die man auch schon in dem Video zu sehen bekommen hat. Dieses Bild hier, das habe ich aufgenommen, als wir aus dem Flieger zurückkamen. Da sieht man im Grunde genommen, wie dicht die Häuser an der Küstenlinie stehen und man sieht diese Mangrovenwälder, Reste der Mangrovenwälder. Früher war es so, da es eine relativ flache Küste ist, man kann ein bisschen wie im Watt rauswarten, dass an dieser Küste überall Bäume standen, die Mangroven. Verschiedene Arten von Mangroven mit verschiedenen Funktionen, die aber die Küste davor geschützt haben, eben überschwemmt zu werden. Teile dieses Mangrovenwaldes sind aber weg, abgeholzt wurden, zerstört wurden. Und deswegen ist zum Beispiel die Stadt Georgetown und viele andere schutzlos den Meeresgewalten ausgeliefert. Diese Mangroven, so plant die EU, sollen jedenfalls wieder hergestellt werden. Das ist jedenfalls der Plan. Aber das kostet natürlich auch eine ganze Menge an Geld. Das ist jetzt zu dieser ökologischen Problematik Meeresspiegelanstieg. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zum Thema Finanzrecherche. Wer steckt denn dahinter? Zurück zum Geld. Wer finanziert Exxon? Urgewalt ist dafür bekannt, dass wir herausarbeiten, wer hinter den Ölunternehmen steckt. Und wir haben eine Organisation namens Profundo beauftragt, herauszufinden, welche Investoren Exxon finanzieren. Aber nicht nur Exxon, sondern auch die anderen. Aber im ersten Teil haben wir uns erstmal auf Exxon konzentriert und der ist jetzt, das konnten wir auch schon veröffentlichen. Es gibt 3 Banken, sehr klar, die US-amerikanischen Banken, JP Morgan Chase, Citigroup und Bank of America,
sind die größten, die Exxon unterstützen, zusammen mit weiteren Finanziers wie Vanguard, BlackRock, ist wahrscheinlich BlackRock. Die größten Finanziers aus Europa sind SVB, Barclays und so weiter, gefolgt von der Deutschen Bank, die da auch mitmanagt. Wir haben bei unserer Finanzrecherche auch ein bisschen geguckt, welches sind die deutschen Beteiligungen, und da stellt sich halt heraus, dass die Deutsche Bank im August 2019, also vor über knappem Jahr, sich mit 132 Millionen an einem Kredit für den US-Riesen Exxon beteiligt hat. Die Deutsche Bank hat aber insgesamt mit 681 Millionen Dollar europaweit quasi als fünftgrößter Investor an Exxon-Aktien und Anleihen auch eine sehr schlechte Position. Überraschenderweise unterstützt auch Allianz den Ölkonzern mit Investitionen in Höhe von 240 Millionen US-Dollar. Es gibt Beteiligungen der Deka-Gruppe, der DZ-Bank, Munich Re, also Versicherer, und der Commerzbank und sowie andere deutsche Investoren. Wir weisen darauf hin, dass Exxon kein so guter Kandidat ist für weitere fossile Investitionen, weil wir auch der Meinung sind, dass man sowieso aus den fossilen Investitionen aussteigen müsste, aber auch, weil Exxon selber quasi so ein Dinosaurier ist, der überhaupt noch keine Anstaltung gemacht hat, sich auf die Zukunft und quasi auf den Klimaschutz einzulassen. Eine Spezialität von Urgewalt ist auch, dass wir auf Hauptversammlung gehen, also dort, wo die Aktionäre sich treffen. Und so war jetzt auch am 20. Mai ein Aktionärstreffen. Und da haben wir zusammen mit Gruppen aus Guyana, Japan protestiert und eben auch darauf hingewiesen, dass die Deutsche Bank mit viel Geld dabei ist, quasi die Carbon Bomb Guyana zu finanzieren. Und eigentlich hätte man jetzt hier noch schon einen Schluss ziehen können, aber ich wollte noch einen Punkt hier darlegen, und das ist die Gefahr durch eine Ölkatastrophe. Durch diese Bohrungen finden aktuell Verschmutzungen des Meeres statt. Also da gibt es toxische Bohrschlämme, die schon am Grund des Meeres ins Wasser gelassen werden. Es gibt seismische Explosionen, die dazu führen sollen, dass man eben weiß, was mit dem Untergrund ist. Und das alles führt schon dazu, dass man in der Tiefsee quasi die Umwelt zerstört. Aber niemand kann das wirklich kontrollieren und niemand kann wirklich nachprüfen, was da passiert. Die Folgen, die durch eine Ölkatastrophe entstehen kann, sind enorm. Denn wir wissen auch, es passiert immer wieder. Und auch Exxon selbst war ja für eine der größten Ölkatastrophen der Geschichte verantwortlich. Ich erinnere an Exxon Valdez, die damals in Alaska quasi Küste verwüsteten, die immer noch nicht sich regeneriert hat. Und hier wollte ich nur mal kurz darauf hinweisen, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen ersichtlich. Wir sehen hier das Szenario, das man herausgegeben hat im Falle eines Ölunfalls, wenn man also glaubt, dass man 20.000 Barrel pro Tag verlieren würde, wie sie es sich dann auf die Karibik auswirken würde. Man kann sehen, dass da, wo dieses Kreuz unten im Wasser ist, dass wenn man diese graue Masse da verfolgt, da wo es auf die Küste aufschlägt, das ist Trinidad Tobago, das sind dann die karibischen Inseln, und das ist dann quasi die ganze Fläche, die da verseucht wird. Und das bei nur 20.000 Barrel pro Tag. Wir wissen von der Deepwater Horizon, die damals im Golf von Mexiko explodiert ist, das war im Jahre 2010, dass dort insgesamt 800 Millionen Liter Rohöl sich ins Meer ergossen haben und der Ölteppich sich quasi auf rund 10.000 Quadratkilometer erstreckt hat. Was man heute nicht mehr so verfolgt, aber für uns wäre es vielleicht wichtig, ein Großteil des ausgetretenen Öls ist unter Wasser geblieben. Und
ist dort weiter dafür verantwortlich für Umweltzerstörungen. Ja, diese Gefahr wird herabgespielt. Es gibt im Augenblick keine Daten und Fakten von Seiten Exxons oder auch von Seiten der Regierung, die darauf hinweisen, was würde passieren, welche Zerstörung, wenn es so eine Ölkatastrophe gäbe und welche Kompensation müsste man leisten. Diese sogenannten Baselines für die Untersuchungen, die man eigentlich bräuchte, um die Kompensationszahlungen zu bestimmen, existieren nicht. Das ist jetzt im Grunde genommen schon fast die letzte Folie. Die Frage natürlich, gibt es Alternativen für Guyana? Denn es hat ja einen unberührten Regenwald, es hat die Chance auf Ökotourismus zu setzen, es hat eigentlich existierende Klimaschutzgesetze, erneuerbaren Energien als Ziel. Aber natürlich hat Exxon auch Wasser, Wind und Sonne. Und wenn wir von Urgewalt die Kampagne weiter treiben wollen, dann heißt es natürlich auch, dass wir uns darüber Gedanken machen müssen, was kann eigentlich auch ein Angebot sein. Wir werden es von Seiten Urgewalts nicht schaffen, für alles eine Lösung zu finden. Aber es ist auch unsere Aufgabe, darauf hinzuweisen, dass Guyana eigentlich eine bessere Chance hätte, nicht aufs Öl zu setzen, sondern auf die Reichtümer, die es schon hat, und die zu unterstützen und zu befördern, weil durch das Öl eher die Zerstörung um sich greift und nicht eben das Überleben der Menschen. Und vor allem wird Guyana nicht das Geld erhalten, auf die alle dort hoffen. Mit was ist unsere Rolle? Oder wie sehe ich unsere künftige Arbeit? Angefangen von der Reise, die dazu geführt hat, dass wir eben Bilder mitgebracht haben, Eindrücke mitgebracht haben, ist es quasi so, als wenn wir einen Stein ins Wasser geworfen haben. Und von diesem Stein aus gehen jetzt die Wellen weiter und sie müssen höher werden und in viele Richtungen laufen. Denn es ist schon unser Ziel, dafür zu sorgen, dass diese Umweltzerstörung und die Katastrophe, die sich dort vor der Küste Guyanas, Surinams anbahnt, dass sie nicht stattfindet. Und ich möchte mich bei euch für eure Aufmerksamkeit bedanken. Und auch für die Möglichkeiten, euch diese Kampagne vorzustellen. Ja, das wäre es von meiner Seite. Ja, vielen Dank für diesen sehr interessanten Vortrag. Ich würde jetzt gerne nahtlos in die Diskussionsrunde einsteigen, weil ich doch glaube, dass es Bedarf gäbe, um einige Fragen beantwortet zu kriegen. Für alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen, es gibt, wie ihr vielleicht schon im Chat gelesen habt, die Möglichkeit, mit dem Handheben-Button eine Frage anzumelden. Und falls ihr diesen drückt, könnt ihr euch nach und nach dran nehmen. Ihr könnt eure Kamera dazu schalten. Am besten wäre es natürlich, wenn wir euren Ton hören können. Das wäre das Wichtigste für die Frage. Und wenn euch das auch nicht lieb ist, könnt ihr natürlich auch die Frage mir, Steve oder der Rachel privat schreiben und wir könnten diese Fragen im Namen von euch stellen. Ansonsten, falls ihr jetzt Fragen habt, könntet ihr natürlich die Hand heben. Ja, hallo. Mach mal die Kamera an. Mhm. Hallo. Ja, ich wollte mal fragen, also wenn der Exxon-Konzern ja eigentlich schon mit für die größte Ölförderungsmaßnahme, wenn der da halt schon Scheiße gebaut hat, warum ist denen immer noch erlaubt zu bohren eigentlich in Ländern? Also warum kann man da nicht sagen, ihr seid nicht mehr im Geschäft? Ja. Einmal hat die Regierung Exxon ja die Erlaubnis gegeben und die Verträge gegeben, dass sie auf dem Gebiet von Guyana Öl fördern darf. Ja. Und im Übrigen, also damit sind die Verträge festgezurrt. Und die Regierung, die damalige Regierung, die hat halt schlecht verhandelt, hat sich über den Tisch ziehen lassen und hat gehofft, wenn sie die Verträge so schnell wie möglich unterschreibt, dann hat sie die Chance, wahrscheinlich jetzt auch in den Wahlen, die dieses Jahr stattgefunden haben, wieder zu gewinnen. Diese Hoffnung trügt zwar, hat zwar getrogen und es gibt da Trouble drum, aber das war die Hoffnung der Regierung, weshalb sie sich auf diesen ganzen schlechten Deal eingelassen hat. ExxonMobil ist eines der Flaggschiffe der USA.
Und die gesamte Regierung Trump und USA steht dahinter, hinter ExxonMobil. Das ist quasi das Ölunternehmen der USA. Und deswegen besteht ein großes Interesse, dass man dieses Ölfeld vor Guyana weiter eröffnet und erschließt. Eben auch deswegen, weil es Exxon retten kann. Der Ölriese Exxon hat nämlich ökonomische Probleme. Und deswegen sind die davon abhängig, dass sie diese riesigen Mengen, die da unten in der Tiefsee liegen, auch gefördert bekommen. Und deswegen setzen sie alles daran, dass sie weiter an dieses Öl kommen. Und die Regierung der USA unterstützt das auch und hat ja auch Kompensationszahlungen für die Corona-Krise ausgegeben. Naja, und dann läuft das jetzt so. Ja. Und die Regierung selber und auch viele im Land selber, in Guyana, sind ja der Meinung, dass dieses Geld, was da kommen kann über dieses Öl, ihnen helfen wird, aus der Armut herauszukommen. Und das ist die große Hoffnung. Wir oder die kritischen Stimmen weisen nach, das wird so gar nicht stattfinden, weil Exxon dafür gesorgt hat, dass eben Guyana all die Sachen, die man braucht, um eine Ölindustrie vor der Küste zu implementieren, erstmal selber bezahlen muss. Also die ganze Infrastruktur, da geht Guyana in Vorleistung, hat sich also auch verschuldet für die Ölförderung. Und bis das alles abgezahlt ist, dann macht Exxon die Gewinne. Ja. Aber so läuft das leider. Und Exxon hat hier freie Hand und wird sich da weiterhin an diesem Öl bedienen, an dem Öl und Gas. Man muss ja dazu sagen, es ist nicht nur Öl, sondern auch Gas, was da aus dem Boden kommt. Leon Wasmund, du hattest dich jetzt gemeldet. Möchtest du als Nächster die Frage stellen? Ja, hallo. Erstmal herzlichen Dank für den Vortrag. Ich würde gerne eine Frage bzw. zwei kleine Fragen zur Weltbank stellen. Und zwar das Erste, Sie hatten vorhin angesprochen, dass Sie über Urgewalt die Finanzierung von der Weltbank nachgewiesen haben, dass da eben Finanzierung in Stoffe wie Öl und sowas gefördert werden. Ich wollte jetzt erstmal fragen, es gibt ja sowas wie ein Exekutivkomitee, was Sie vorhin genannt haben. Ist das so undurchsichtig? Also was ist das für eine Hierarchie? Wie kann man sich das vorstellen? Also dass eine außenstehende Institution, wie Sie das sind, sozusagen aufzeigen können, was die Weltbank falsch macht oder was sie verbergen und dass das intern in der Weltbank irgendwie gar nicht zur Debatte ist. Das wäre meine erste Frage. Und die zweite Frage wäre einfach, der Direktor von der Weltbank, wird er immer von den USA ernannt? Ist das festgeschrieben? Mhm. Dankeschön. Ja, sehr gerne. Das ist eine sehr interessante Frage. Wie sind wir an die Daten herangekommen? Also das Erste ist, eigentlich veröffentlicht die Weltbank transparent, wie sie sich auch immer verpflichtet hat, diese Daten auf ihrer Homepage. Also man kann alle die Projekte der Weltbank nachverfolgen. Und man kann das dann, wenn man sich da auskennt, auch verstehen, was damit gemeint ist. Jetzt ist es so, dass die Heike Meinhardt, die das untersucht hat, seit Jahrzehnten, und die war selber auch für die Weltbank aktiv, sie war für die UN aktiv, sie war selber immer dabei, diese Datentools zu untersuchen. Die hat quasi so eine Riesendatei, in dem sie nachvollzogen hat über die letzten Jahrzehnte, was alles bei der Weltbank passiert. Ich behaupte mal, und ich kenne bisher noch niemand, der oder die was dagegen gesagt hat, dass die Heike eine der wenigen Personen ist, die sich die Mühe machen, richtig hinterherzuhaken, was sich hinter diesen Projektankündigungen verbirgt. Ja, also wenn da steht, hier ist ein Governance, Oil and Governance Project in Guyana. Ja, da hat sie sofort geschaltet und hat gedacht, warum macht die Weltbank eine quasi Regierungsberatung für Öl, wenn es doch darum gehen muss, eigentlich das Öl zu stoppen.
warum macht die Weltbank das? Und das bei ihr haben deswegen die Alarmsirenen geschrillt, weil eben die Weltbank auch in anderen Ländern so etwas tut. Beratungsleistung für die Ölindustrie. Da geht es dann nicht darum zu sagen, ihr braucht vielleicht die Ölindustrie nicht, guckt doch mal, was ihr anders macht, sondern ihr beratet die. Und dadurch, dass sie halt diese Kenntnisse hat, konnte sie dieses Puzzle zusammensetzen. Also wenn man jetzt bei uns guckt auf die Broschüre, die wir herausgegeben haben, da steht das ganz sorgfältig draufgeschrieben, welche Nummer hat das Projekt, welche Zielförderung hat es, von wann bis wann ist es eingerichtet worden und was verbirgt sich dahinter. Und sie hat dann die Fähigkeit und die Kenntnisse, das zu vergleichen. Und das hat sie alles veröffentlicht und auch der Bank gezeigt. Diese Mühe, das hinterherzuhalten, das macht sich kaum jemand. Also ich kann das nicht mehr. Ja, ich habe da gar keine Zeit dazu. Ist halt ihre Spezialität und deswegen kann sie das nachweisen. Und diese Exekutivdirektoren, das ist ja so ein Gremium, also die setzen sich zusammen, die beraten über diese Projekte. Also die jede Woche treffen die sich, also wie so ein Aufsichtsrat oder so, ja. Die treffen sich und dann legt die Weltbank vor, das sind die Projekte und dann beraten die Exekutivdirektoren, unterstützen sie das oder nicht. Und dann diskutiert man darüber und dann wird die Genehmigung erteilt oder nicht. Normalerweise wird in diesem Exekutiv, das ist dann das ausführende Organ, immer einheitlich entschieden. Da wird hin und her geredet, aber dann stimmt man einheitlich ab. Ja. Und was die Weltbank aber nicht, also was die Exekutivdirektoren nicht sind, sie sind zwar Teil der Weltbank, aber sie sind nicht Teil der Verwaltung. Das ist so ein bisschen wie wenn hier ein Abgeordneter versucht, die Regierung zu kontrollieren. Was macht die Regierung? Wenn die Regierung nicht genug auskontrolliert, dann kann man auch nichts machen. Ja? Also sind die Exekutivdirektoren, obwohl sie Teil der Weltbank sind, haben selber nicht die Möglichkeit, das alles nachzuprüfen, was macht die Verwaltung. Und das sind ja 10.000 Personen, ja, oder in der Verwaltung in Washington, die sich darum kümmern, sind es halt Dutzende. Und die genau zu kontrollieren, das ist nicht möglich. Und deswegen ist es so irre, dass im Grunde genommen eine Expertin, die allerdings schon seit Jahrzehnten dahinterher arbeitet, so halt was herausfindet und die Exekutivdirektoren oder dieses Gremium der Exekutivdirektoren das nicht nachprüfen kann. Eigentlich wäre die Weltbank verpflichtet, denen zu sagen, so und so sieht es aus. Das tut sie aber nicht. Das braucht sie auch nicht. Ja? Entscheidend haben diese Exekutivdirektoren nicht die Macht, darüber zu entscheiden. Das führt mich dann zur zweiten Frage, nämlich zu David Malpass. Es gab, als die Bretton Woods-Institutionen gegründet wurden, sowas wie ein Gentleman Agreement. Das hieß, die USA wollte bestimmen, wer Chef von der Weltbank wird. Und dann wollten sie auch noch gerne bestimmen, wer Chef von dem IWF wird, also Internationalen Währungsfonds. Aber da war gar keine Person und da haben die Europäer gesagt, wir bestimmen IWF und ihr macht den Weltbankchef. Und seitdem ist es so, leider, dass die Europäer bestimmen, wer an der Spitze des Internationalen Währungsfonds sitzt und die USA bestimmt, wer an der Spitze der Weltbank sitzt. Ja. Und das heißt, dass eigentlich die anderen Länder oder auch die aus Afrika, Asien oder auch China, die auch eigentlich in rotierender Weise mal einen Zugriff haben sollten, keine Chance haben. Und wir, also die Nichtregierungsorganisation Zivilgesellschaft, ist eigentlich der Meinung, das müsste sich ändern. Aber es hat sich nicht geändert, bis heute nicht. Wir haben hier altkoloniale Verhältnisse. Nicht schön, aber so ist es. Dankeschön. Gibt es denn sonst noch Fragen aus dem Publikum? Dann wäre jetzt die Zeit, die Hand noch zu heben. Ich grätsch einfach mal rein. Können wir die Folie mit den 7 Jahren, 7 Monate, 2 Tage vielleicht nochmal sehen? Oder eigentlich wollte ich nur wissen, sagt die aus, wie lange unsere Erde noch die CO2-Belastung aushält? Oder was hat das, da, da,
Countdown jetzt angesagt. Also es handelt sich um diese Uhr der Mercator Universität oder das der Forschung. Das, diese Uhr, ja, die man nachverfolgen kann, sagt aus, wann das 1,5 Ziel erreicht wird oder wann das 2 Grad Ziel erreicht wird. Die Uhr tickt quasi, ja. Und man kann auf diesen Link gehen. Also das ist das Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change, MCC Uhr, geht man eigentlich auf Google, dann kommt man auf diese Uhr und dann kann man zusehen, wie die quasi tickt. Ja, und quasi abzählt, wann das 1,5 Grad Ziel oder wann das 2 Grad Ziel erreicht wird. Ja. Und diese Uhr wurde eingerichtet, als nämlich der Weltklimarat darauf hingewiesen hat, dass wir eigentlich keine Zeit mehr haben, aus den Fossilen auszusteigen, sondern dass es jetzt stattfinden muss. Und übrigens ist diese Uhr auch eine der Grundlagen, mit denen Fridays for Future arbeiten, weil das hat wachgerüttelt. Ja. Was ich mich halt frage, es gibt ja John Locke, den Philosophen aus dem 18. Jahrhundert. Er hatte ja damals eigentlich schon gesagt oder die Frage aufgeworfen, ob es überhaupt wünschenswert ist, in einer ressourcenendlichen Welt unendlichen Wachstum anzustreben. Aber ich meine, jetzt haben wir da so eine Countdown-Uhr mit 7 Jahren und wir haben das aber eigentlich immer noch nicht begriffen. Also haben wir eigentlich wirklich noch eine Chance oder ist eigentlich alles nur wie Tropfen auf den heißen Stein? Geld regiert ja nun mal die Welt, sage ich mal. Ja, das ist jetzt eine sehr tiefgehende Frage. Ja, also da geht es natürlich darum, wie geht man damit um, wenn man das weiß? Setzt man sich zurück und lässt es geschehen? Oder sagt man so, was mein Motto ist, du hast keine Chance, aber nutze sie. Ja, und das ist mein Motiv, meine Motivation. Ja, mir ist ziemlich klar, dass wir gegen die fossile Industrie tatsächlich anrennen wie gegen eine riesige Mauer. Aber ich sage auch, es zeigt, diese Mauer hat Risse. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel anguckt, wie das passiert oder was passiert beim Kohleausstieg, ja, unsere Global Coal Exit List, wird tatsächlich jetzt von einigen Finanzinvestoren und Versicherern sogar überholt. Und sogar die Sparkasse steigt aus. Auch die Deutsche Bank geht jetzt langsam ein. Und es gibt mehr und es gibt diesen Druck, weil es konkret geworden ist. Ja. Und ich glaube, inzwischen ist es so, dass es tatsächlich Anzeichen gibt bei den Investoren, dass das Geld, das Mittel hineinzugeben in Kohle, eigentlich ein Stranded Asset ist. Also man Verlust des Vermögens, ja. Dass wir in Deutschland jetzt gerade Datteln ans Netz gekriegt haben und so weiter, das ist eine Entscheidung der damaligen Regierung, die jetzt einfach umgesetzt wird, aber sie ist die falsche, ganz klar. Aber bei Guyana und bei Exxon, da ist es so, da steht ja die ganze Exploration, die ganze Förderung, das Ganze steht ja noch ziemlich am Anfang. Und auch bei Exxon gibt es Risse, ja. Exxon wankt, der Riese wankt und wenn es gelingt, darauf hinzuweisen, dass eigentlich eine Investition in Öl und Gas teurer sein wird, als das, was in erneuerbare Energien gehen kann, dann ist es jetzt schon so, dass sich viele Institutionen daran gemacht haben, das mal nachzurechnen. Also so eine Ölplattform und so ein Bohrfeld, das kostet bis zu einer Milliarde Dollar. Bis zu einer Milliarde. Mit dieser Milliarde hätte man Guyana schon längst saniert, wenn man das klug ausgibt. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Und dann ist jetzt die Frage, wenn diese Investition stattfindet, also man investiert in diese Ölplattform, man investiert quasi in das Drilling, in diese ganze Infrastruktur. Und dann stellt man in 5, 6 Jahren fest, dass Sonne, Öl und Gas auf dem Markt viel, viel billiger ist. Ja, dann hat man quasi seine Investition kaputt gemacht.
Ja. Und darum geht es jetzt gerade. Wir versuchen nachzuweisen, dass hier quasi ein altdenkendes, ein fossildenkendes, ein Dinosaurierdenkendes Unternehmen in die falsche Richtung marschiert. Und wir wollen den Investoren sagen, raus mit dem Geld. Also wir wollen dazu beitragen, dass zum Beispiel die Deutschen, die europäischen Investoren sagen, wir investieren nicht mehr in Exxon, wir ziehen das Geld raus. Ja. Weil wir glauben, dass es uns kein Vermögen bringt in 10 oder 15 Jahren. Ja? Machen wir einfach. Weil wenn so nicht, dann wo dann? Also, und das ist zumindest etwas, was ganz konkret ist und was ja auch schon Folgen hat. Also was, wo wir auch merken, dass inzwischen auch in Guyana ein Umdenken stattgefunden hat. Also Melinda Yankee hat uns erzählt, dadurch, dass wir eben in der Presse aufgetreten sind, dass wir unsere Skepsis ausgedrückt haben, dass wir gezeigt haben, dass die Weltbank eben im Interesse von Exxon arbeitet und nicht im Interesse des Landes, dass da so ein Umdenken eingesetzt hat. Ja? Und vielleicht ist es eine Chance. Die Hoffnung, dass wir da was bewegen können, ist vorhanden. Und deswegen machen wir einfach. Wir machen einfach. Und wir versuchen, die Welle zu schieben, ja, und groß werden zu lassen und die Leute zu überzeugen. Und wir haben jetzt zum Beispiel wir versuchen jetzt gerade die Scientists for Future dafür zu interessieren, ja, weil das ist so ein Riesenprojekt, so ein Rieseneinzelprojekt. Das ist beispielhaft. Da kann man zeigen, du hast ein super Paradies. Die letzten, also in diesem Regenwald leben also noch funktionierende Tierpopulationen. Man kann zeigen, es funktioniert da eigentlich noch alles. Lass bloß die Finger davon, lass bloß die Finger weg von dieser Ölförderung. Das versuchen wir zu zeigen und die Leute zu interessieren, Protest zu managen. Ja, dann vielleicht schaffen wir es in den 7 Jahren. Das wär's. Okay, danke schön. Bitte. Ja, das hörte sich auf jeden Fall nach einem guten Schlusswort auch an. Sei denn, es gibt jetzt noch eine kurze Frage. Ja, dann würde ich mich nochmal dazu schalten. Meine Frage ist einfach nur, Ute, du hast gesagt, die Exxon steht finanziell schlecht da oder sie brauchen dieses Ölfeld, damit sie wieder Geld machen können. Da habe ich mich gefragt, weil du auch angebracht hattest, dass diese Verhandlungen oder die Berechnung, was für Ausgleichszahlungen man zahlen müsste im Fall von einem Bohrunglück, ja, könnte Exxon das dann überhaupt noch ausgleichen oder wer haftet dafür? Haben die eine Versicherung? Oder ist es dann so, dass Exxon dann pleite wäre und Guyana nichts bekäme? Also wie finanzstark sind die überhaupt noch? Ja, also die Frage zielt in die richtige Richtung. Nur leider sind die Verträge so schlecht ausgehandelt worden, dass Guyana selber für die Ölkatastrophe aufkommen muss und selber dafür sorgen muss, die Ölkatastrophe zu beseitigen. Was mich zum Beispiel sofort auf der Palme hatte. Also als ich das gehört habe, habe ich gedacht, diese Firma, die hat es wirklich geschafft, dass diese Regierung, die oftmals ja korrupt gemanagt wird, eben nicht begriffen hat, dass Exxon versuchen wird, nicht für die Kompensationszahlung gerade stehen zu müssen. Das Problem ist, es ist nicht klar, was für Schätze da an Tieren, an Pflanzen existieren. Es ist nicht klar, wie viele Leute leben denn eigentlich von Fischfang, vom Ackerbau und so weiter. Das müsste man alles vorher festgelegt haben. Also normalerweise wäre es so, bevor man so einen Riesenteil loslaufen lässt, sorgt man dafür, dass man die ökonomische, wirtschaftliche Situation des Landes genau erfasst und auch finanziell darstellt. Also wie viele Fischer leben davon, wie viel Industrie lebt davon und so weiter und so fort. Das ist alles nicht passiert. Ja? Man kann sagen, für einen Apfel und ein Ei, also wenn da was passiert, eine Ölkatastrophe, kriegt Guyana eben, na, sagen wir, 5 Millionen maximal, oder das ist jetzt wirklich nur gegriffen und wirklich eine niedrige Summe und das war's. Ja? Und Guyana hat sich diese
diese Sache abkaufen lassen. Es gibt keine Regel, wie Exxon mit bei einem Ölunfall für Entschädigungsleistung gerade stehen muss. Und das ist ein Versagen der Regierung. Es ist bitter. Es ist echt bitter. Ja, und dieser Fehler wurde schon so häufig gemacht und wieder hat sich eine Regierung aus Trotteligkeit, aus Korruption, aus Dummheit, aus Arroganz, you name it, hinters Licht führen lassen. Zu Schaden des Landes. Ja. Okay, danke schön für die Antwort. Das ist tatsächlich schockierend und nicht mehr so ein schönes Schlusswort wie das davor. Ja, aber wenn du sowas möchtest, dann ist es gerade, also woran wir jetzt arbeiten, ist einmal, dass wir die Forderungen in Guyana mit den Leuten in Guyana nochmal klarstellen, dass es dazu eine Baseline braucht und dass es dazu Forschung braucht. Und dass wir, wenn es uns zum Beispiel gelingt, Shell Beach, also dieser Strand, wo die Meeresschildkröten ihre Eier ablegen und das Gebiet dahinter zu einem Weltnaturerbe zu machen, dann steigt der Preis für Exxon. Weil dann wird die internationale Behörde, die dafür zuständig ist, die IUCN, ist nicht so wichtig, fordern, ja, das ist unschätzbar. Und dann wird der Preis höher, wenn da was passiert. Und dann kann man sagen, dafür müssen Maßnahmen zum Schutz getroffen werden. Ja, und dann kann man sagen, dafür muss die nächste Regierung oder die übernächste gerade stehen. Und dann kann man sagen, Neuverhandlungen oder Proteste oder sonst irgendwas. Also so muss man das jetzt angehen. Die aktuelle Situation ist ziemlich bescheiden für das Land und für die Leute. Aber wir versuchen mit unseren Möglichkeiten dazu anzuregen, und dass es eben aus Guyana selbst Arbeit daran gibt, das zu verbessern, dass man da eben gute Grundlagen hat, Kompensationszahlungen einzufordern. Gut, dann Dankeschön dafür. Das hört sich schon mal nach einem fröhlicheren Schlusswort an. Und wir behalten uns natürlich auch gerne aus der vorherigen Frage noch das Schlusswort der Hoffnung im Gedächtnis. Und ja, damit sind wir schon am Ende der Vorlesung. Ich möchte mich ganz herzlich im Namen von der Studieninitiative Nachhaltig erstmal bei dir, Ute, bedanken. Wir haben dir, um unseren Dank auszudrücken, auch einen Baum gepflanzt im Projekt Nickelsdorf 2. Mhm. Das Ganze ist ein Projekt, das sich im südlichen Sachsen-Anhalt abspielt. Es ist eine 3 Hektar große Fläche, die früher von einer Fichtenmonokultur bewachsen war, die aber durch lange Trockenperioden und Borkenkäferplagen nun zugrunde gegangen ist. Und die Aufforstung passiert jetzt mit einem stabileren Mischwald. Genau, und innerhalb dieses Projektes haben wir ja einen Baum gepflanzt. Genau, dann möchte ich mich natürlich auch bei allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen bedanken für die Aufmerksamkeit. Und möchte auch im letzten Satz nochmal auf unsere nächsten Vorlesungen aufmerksam machen. Am 15. Juni, etwas außerhalb der Reihe, weil es ein Montag ist, um 18.15 Uhr, wird Dr. Marcin Spira den Vortrag mit dem Titel Improving Policies to Protect Natural Heritage of Urban Spaces vortragen. Und am 1.7. kommt unser letzter Vortrag von Dr. Michael Neuber mit dem Titel Eine neue Generation vom Umweltaktivismus. Und damit verabschiede ich mich von euch allen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch von meiner Seite.